Oh shit, oh shit. Bist du bereit? Sowas von. Alles klar. Versteht Verbindung überprüft. Gute Voraussetzung. Okay, auf YouTube sind wir live. Instagram auch. Großartig. Sehr schön. Ich warte noch, bis wir ein Bild sehen. Okay. Das ist immer eine kleine Verzögerung. Okay. Genau. Dann warten wir nochmal. Können ja schon mal. Ah, hier. Schön verzögert. Okay. Ja. Perfekt, perfekt. Herzlich willkommen hallo. Euch alle da draußen bei YouTube und bei Instagram. Ich hoffe, der Ton ist gut genug bei Instagram. Ihr könnt es gerne vielleicht einmal im Chat dann kurz gucken, ob bei Instagram die Leute schreiben, ob wir laut genug zu verstehen sind. Wenn nicht, versuchen wir lauter zu sprechen. Genau, ja. Jakob checkt das gerade aus. Cool. Ja, herzlich willkommen. Premiere. Wir haben noch nie live gekocht. Also vor der Kamera. Schon, aber für Instagram. Genau. Und YouTube. Ja, ja, ganz genau. Ja, sehr schön. Großer Anlass ja auch heute, definitiv unser neues Buch. Ja, finally. Wir haben es genau vor am Wochenende zum ersten Mal in der Hand gehabt. Genau. Das Buch und die Vorfreude ist noch sehr groß. Es erscheint ja erst am 23. November. Von dem her, wir sind noch total hyped, haben gestern auch erstmal 200 Stück signiert. Ich habe immer noch eine Blase, glaube ich, ein bisschen mi. Ja. Ja, genau. Wie sieht es mit Ton aus? Sag mal an, hier in Chat rein. Ich lese auch immer Instagram ein bisschen mit, wenn ihr Fragen habt und so weiter an mich oder an Nico. Ich gebe es gerne weiter. Grundsätzliche Bitte vorab, zu sehr ernährungsspezifische Fragen. So individuelle meinst du? Individuelle, ja. Genau. Allgemeine gerne. An Nico müssen wir überlesen, weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Aber allgemeine natürlich werde ich auch gerne weitergeben. Genauso natürlich auch Kochfragen immer raus damit. Wir kochen heute ja zwei leckere Gerichte, habt ihr ja schon vielleicht ein bisschen gesehen, was wir machen. Tendenziell ist das Buch von den Rezepten her schon so aufgebaut, dass wir sehr schnelle, kurzweilige Rezepte mit drin haben. Das war so ein bisschen das Ziel. Einfache Gerichte und da werden wir zwei kochen heute. Einmal ein Gericht aus dem Kapitel Blitzgerichte, heißt genau, glaube ich, das Kapitel. Genau, wir werden Pasta machen. Tagliatelle alla Carbonara in der veganen Version. Und wir werden auch noch ein Dessert machen, ein sehr, sehr schnelles und sehr leckeres, wie ich finde. Ich habe es Kokosschneebälle getauft mit einem schönen Zitrussalat. Passt nämlich auch sehr, sehr gut in die Winterzeit, wie ich finde. Und wir würden auch ziemlich direkt mit dem Mise en Place, also der Vorbereitung von dem Dessert starten. Es empfiehlt sich immer, sage ich bei mir in den Kochkursen auch immer dazu, startet, wenn ihr mehrere Gänge macht, sowieso immer mit dem Dessert. Hat den großen Vorteil, das Brett ist noch sauber, hat keinen Knoblauch drauf, das Messer ist auch noch sauber, weil das wäre so ungefähr das Schlimmste überhaupt. Boah, Knoblauchgeruch. Ich hatte einen Kurs mal, da habe ich eine Mango, so eine Schichtcreme gemacht. Ich habe anscheinend nicht genau aufgepasst. Also ja, mein Fehler als Kochkursleiter. Ich sage immer, wenn was schief geht, geht es auf meine Kappe. Und die Mango-Soße hatte wirklich so ein ganz schönes, leichtes Knoblaucharoma. Oh, unangenehm. War sehr fein, ja, genau. Kriegst natürlich auch nicht mehr raus, keine Chance. Genau. Also ihr hört uns gut, ihr seht uns gut. Top. Auch bei, haben wir gefragt, auch für Instagram oder war das nur YouTube? Wir haben nur hier gehört. Aber auch auf Instagram ist gut. Ja, super. War irgendjemand dort im Chat? Da sind eine Menge Leute im Chat. Genau, ne, ob ihr da wart und gelesen habt, was die Leute schreiben? Ja, alles klar. Sweet. Genau, also super. Kurz zur Erklärung. Instagram steht hier das Handy und filmt uns mit. Also wir sehen eure Fragen auf Insta nicht wirklich. Vielleicht kann uns der Jakob mal die ein oder andere reinrufen. Das wäre optimal. Und ansonsten, ich lese hier für YouTube mit. Kriegen wir definitiv hin. Würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los. Fürs Dessert, Zitrussalat. Man könnte es jetzt leicht machen und einfach die Zitrusfrüchte schälen und zerschneiden. Aber gerade bei manchen Zitrusfrüchten ist die Haut ein bisschen fester und macht dann einfach nicht so Spaß, um das zu essen. Das heißt, wir werden eine Technik anwenden, die nennt sich Filetieren, wo wir nur die Fruchtfilets raus trennen. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, geht es eigentlich auch ziemlich gut. Nico macht Grapefruit. Im Originalrezept steht eine Orange, glaube ich, eine Blutorange. Guck mal. Haben wir nicht gekriegt. Also seid wie immer bei den Rezepten. Ja, Blutorange. Das Grundgerüst ist wichtig, aber tauscht es einfach aus, wie ihr da Lust drauf habt. Funktioniert definitiv. Dann würde ich sagen, filetieren wir die jetzt einfach mal. Ich glaube, das letzte Mal eine Zitrusfrucht filetiert im Rahmen einer Abschlussprüfung an der Tourismusschule. Also so vor
über 10 Jahren. Eine Orange oder was hast du filetiert? Auf jeden Fall eine Orange und ich glaube auch noch was anderes. Von daher mal gucken. Dann werden die jetzt alle doppelt gut auf den Finger schauen. Urs, ich würde sagen, einfach mal Close-Up auf Nikos Hände. Nein, natürlich nicht. Wenn ihr was macht, was du ganz anders machen würdest, sag Bescheid. Ich würde jetzt mal einfach die Haut runterschälen. Genau. Ja, oder? Oben, unten großzügig abschneiden. Ja. Also da, wenn ich ein bisschen klug scheißern darf. Ja, bitte. Wenn du oben ein bisschen mehr wegnimmst, weil die Grapefruit hat eine sehr dicke Haut, dann siehst du auch schon, wo praktisch das Fruchtfleisch anfängt. Ah, und dann kannst du auch die Kante einfacher mitnehmen. Okay. Klugscheißen in der Küche kann ich ja gut. Danke, Herr Lehrer. Ja. Sweet. So. Okay, so, legen wir einfach mal los. Ich koche hier schon mal ein bisschen Wasser auf für die Pasta, dass es nicht zu lange dauert. Und Mandarinen habe ich hier. Mandarinen, ganz, ganz großartig. Mag ich total gerne. Das ist für mich eins der Highlights in der Winterzeit, finde ich. Mega lecker. Gerne Zitrusfrüchte? Ja, voll gern, auf jeden Fall. Eine Sache, bevor ich es vergesse, Leute, werden Sie das auch fragen. Wie sieht es denn aus mit den Rezepten? Haben wir die irgendwo bereitgestellt? Genau, dürfte schon in der Videobeschreibung sein, oder Tom? Okay. Ja. Haben wir verlinkt bei uns bei Vegan Masterclass auf dem Blog. Da sind die zwei Rezepte schon drauf. Das heißt, ihr könnt spontan versuchen mitzukochen, wenn ihr alle Zutaten da habt oder einfach nachkochen. Ganz genau. Perfekt. Magst du noch was über die Rezepte im Buch erzählen? Du hast ja gesagt, der Anspruch war, dass die einfacher sein sollen, schneller gehen. Das war auch so ein bisschen das Feedback in den bisherigen Büchern. Genau. Geschmeckt hat allen, aber manchen war es ein bisschen zu aufwendig für die alltägliche Küche. Ja, in den anderen Büchern einfach ein bisschen anderen Fokus. Mhm. Ne? Und wenn jetzt, nehmen wir als Beispiel Low Budget, das Ziel ist, sehr gesunde Rezepte zu machen, aber die, auch welche, die einfach fast keine Fertigprodukte verwenden, aus Preisgründen unkreativ sein sollen, dann wird halt, na, an irgendeiner Ecke muss man halt ein bisschen leiden und das war halt das Ergebnis, dass manchmal die Zutatenlisten ein bisschen länger geworden sind und hier in dem Buch, weil es einfach schon grundsätzlich von uns dafür gedacht ist, dass wir einfach Menschen, die Interesse an veganer Ernährung und Küche haben, so ein bisschen den Einstieg erleichtern, dass es einfach schnelle, einfache Rezepte sind, weil wir wollen natürlich nicht nur, weil das Rezept lange dauert und es mehr Aufwand ist, Leute vom Veganismus abhalten. Nope. War für mich auch total spannende Reise, muss ich sagen. War es schwierig für dich als Koch, der ja so dieses Koch-Ego mitbringt, irgendwie das runterzugeben? Ich habe kein Koch-Ego. Also, wo hast du das? Das habe ich ja noch nie gehört. Nee. Nein, ich bin eigentlich schon relativ entspannt, aber ich würde sagen, ich bin eher ein Koch-Nerd. Das heißt, wenn du halt bei mir die Gewürzschublade aufmachst, dann sind da halt einfach 30 Sachen drin und dann werde ich kreativ aus dem Moment raus und schwuppsdiwupps habe ich da halt einfach 20 Gewürze drin liegen. Mhm. Oder Zutaten. Und in dem Fall bin ich einen anderen Weg gegangen. Das heißt, bei der Rezeptentwicklung. Kannst du da reinmachen. Bei der Rezeptentwicklung habe ich mir das Rezept vorgenommen und dann hatte ich ein Limit an Zutaten, gerade in dem Kapitel für Blitzgerichte. Und das hat mir sehr geholfen. Ich fand es super spannend, weil dieses Reduzieren mit passender Kochtechnik und einem guten Rezept genauso funktioniert. Ne? Also es war für mich so ein bisschen das Learning. Sehr, sehr positiv. Also. Und cool. Ich hatte ja aber auch ein bisschen mehr Freiheiten, was die Zutaten anbelangt. Das stimmt. Cool. Die Vorgaben von Nico waren ein bisschen entspannter diesmal. Weniger streng. Ja, weil es geht ja aus meiner Sicht, wenn man über vegane Einsteigerernährung spricht, grundsätzlich darum, dass die Leute sich mal ausprobieren, dass sie merken, man muss jetzt nicht unbedingt ein tierisches Produkt in einer Mahlzeit haben, damit es lecker wird. Und natürlich, dass man ein paar Grundzutaten kennenlernt, aber die hundertprozentig vollwertige, langfristig, rundum perfekte Ernährung kann man ja kultivieren, wenn man ein bisschen länger schon vegan ist. Oder? Definitiv. Was sagst du? Naja, war ja bei mir genauso. Ne? Mich hätte früher auch mit dem Brokkoli jagen können, pur gedämpft und jetzt esse ich den gerne. Also ich denke, das ist halt auch ein Prozess einfach. Genau, ich habe hier gerade gelesen, zum Glück ist das Buch ein bisschen entspannter. Die anderen Rezepte waren für meine Familie ein bisschen zu experimentell. Da muss ich euch aber auch den Tipp geben, auch wenn ihr jetzt ein Rezept lest, zum Beispiel in Low Budget und das einfach für euch zu kreativ wirkt, seid trotzdem mal mutig und probiert es aus, weil das sind oft Kombinationen, die kann man sich aus der normalen Küche nicht vorstellen, aber ich verspreche euch, die funktionieren alle, sonst hätte ich sie nicht in dieser Kombination gemacht. Ich würfel ja nicht einfach irgendwas zusammen, sondern es hat ja immer ein Konzept dahinter. Und dann ist der Aha-Effekt nämlich auch relativ schnell auch sehr groß. Also ich finde, in Low Budget zum Beispiel sind sehr viele Rezepte drin, die einen großen Aha-Effekt auch bei Fleischliebhabern
auslösen, weil es eine schöne kreative Gemüseküche auch ist. Das war auch, ich kann mich erinnern an eine Amazon-Review, war so, naja, ich dachte zuerst, wie soll das schmecken, dann habe ich es gekocht und dann fand ich es super, also es kam auch öfter. Ja. Und im Prinzip würde ich jetzt die einzelnen Filets hier rausschneiden? Genau, jetzt die einzelnen Filets aus den Kammern, da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen auf die Finger, letztendlich keinen Druck drauf geben, sondern einfach nur das Messer reingleiten lassen, über einer Schüssel machen auch, weil das fängt jetzt gleich an zu tropfen. Magst du hier mal ein bisschen Close-Up bei mir drauf? Da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Also wirklich nur das Messergewicht, weil wir wollen die Kammern nicht durchtrennen. Dann die andere Seite und dann das Filet. Praktisch wirklich nur die schönen Fruchtkammern rausschneiden. Dann geht es weiter. Nächste Kammer, wegklappen. Raustrennen. Nächste Kammer. Also zu viel Weiß ist noch drauf, merke ich gerade. Ich hätte doch lieber die kleine Mandarine gemacht. Dammit. Und raus. Und so gehen wir weiter. Und wenn da ein bisschen was Weißes dranhängt, so what. Ne? Also wirklich, denkt euch da nichts. Ja, okay. Das muss nicht perfekt sein. Wir sind ja jetzt hier nicht im Drei-Sterner. Das ist überhaupt kein Problem. Könnt ihr nochmal darauf hinweisen, dass man auf YouTube auch den Livestream sehen kann? Weil die Leute von Insta nachfragen. Ah ja, genau. Also Livestream seht ihr, könnt ihr hier auf Insta sehen, über Nikos Handy gestreamt oder auf meinem YouTube-Kanal, Sebastian Kupin, einfach bei YouTube suchen, müsste oben ja angezeigt sein, oder? Direkt, wenn man reingeht, oder braucht man den Link? Nee, man sieht es, genau. Und wird dann auch gespeichert, oder? Wird gespeichert auch auf YouTube, genau. Und die Close-Up-Kamera haben wir halt hier nur auf YouTube. Das geht halt bei Insta leider nicht. Mhm. Aber wir werden trotzdem euch immer mal wieder die Schüssel nah an die Insta-Kamera ranführen, dass ihr das auch seht. Wie viel sind wir denn auf Insta schon? 300. 300, sehr gut. Bei YouTube sind wir 867, das ist grandios. Wir knacken die 1000 heute, ich bin mir ganz sicher. So. Schauen wir mal, was noch für Fragen da stehen. Wann kommt das nächste Buch mit veganer, gesunder Ernährung für Sportler raus, Nico? Ich habe das offensichtlich irgendwann einmal schon angekündigt oder vielleicht ist es Zufall. Ich hatte ja tatsächlich ein Buch für vegane Sporternährung in Planung, ein Theoriebuch, vielleicht dann auch ergänzend ein Kochbuch mit einem meiner guten Kochfreunde. Echt? Ja, haben wir schon mal gesprochen. aber ich mache ja Buchpause ab Mai. Es kommt jetzt im Mai noch ein Buch zum Thema Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost und Kindesalter. Und dann ist einmal Buchpause für mindestens einmal ein Jahr, vielleicht auch sogar ein bisschen länger. Einfach weil andere Projekte gerade höhere Priorität haben. Ich promoviere ja gerade an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Und wir haben noch ein anderes Projekt, über das wir in wenigen Wochen, ein paar Wochen sprechen können und das Ganze braucht einfach den Großteil meiner Aufmerksamkeit. Von daher ist jetzt einmal Buchpause, aber wenn ich wieder ein Buch schreiben bin, dann ist sicherlich vegane Sporternährung eins der ersten Themen und oder auch vegane Haustierernährung sind die beiden Themen, die mich noch am meisten jetzt reizen würden. Von daher mal gucken, wie schnell die Buchpause wieder vorbei ist. Hier war gerade die Frage, das vielleicht an dich, Tom. Der Stream in YouTube ist erst auf Topstream gestellt. Er muss auf Livestream gestellt werden. Erst dann sieht man den ganzen aktuellen Chatverlauf. Das ist eine Einstellung von unserer Seite. Kann ich mit dem irgendwas noch machen? Soll ich das auspressen? Wir den auf Saft? Jeden Fall. Richtig schön auspressen, weil wäre total schade drum. Ja. Und da auch der Tipp. Ne? Also ja, ich habe es jetzt hier drinnen. Du kannst dann nachher auch, wenn du es ausgepresst hast, mit reinschmeißen. Mhm. Aber da kann man noch einen super Smoothie draus machen aus der Basis. Also muss man wirklich nicht wegschmeißen, weil das ist ja gutes Bio-Zeug. Und da ist ja trotzdem noch Geschmack drinnen. Ja. Also filetieren ist schon eine relativ verschwenderische Technik. Aber wenn es um Kulinarik geht, lohnt es sich halt. Ja, und der Innenteil ist auch nicht wahnsinnig lecker, so oder so, viel zu viel Fasern. Ja, da ist schon jemand dabei, der am Samstag auf der Veggie World war und das Kochbuch schon ergattert hat. Oh, sehr schön. Ich hoffe, er oder sie hat Freude damit. Du hast geschrieben, hat das Lob, Kritik, Hate. Nee? Die Rezepte sind echt super leicht, schnell zum Kochen und geschmacklich ein Traum. Nice. TS hat geschrieben, schreib doch mal, was du schon gekocht hast, würde mich auch super interessieren. So, ausgepresst. Ja. Bist du auch ready? Ja. Dann mache ich mal meine paar Filetchen zu dir rein. Ah, würdest du mir, das ist jetzt ein bisschen Shishi-Scheiß, Entschuldigung. Bitte? Die sind ein bisschen groß, einfach nochmal. Ja, klein machen. Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, die sind relativ groß. So waren die halt. Ja, so waren die. Sind sie zu dick oder auch zu groß? Ja, zu dick. Nee, ich finde schon, die Größe ist schon super. Okay. Sieht halt auch schön aus. Alles klar.
So, ab und zu knistert und knackt es laut. Ich denke, das ist von einem Mikro oder Kabel. Hm. Ja, welches? Vielleicht, wenn es bei mir in die Backe rauscht. Ja, bei mir eigentlich soll es hin, oder? Vielleicht kann man noch herausfinden, wer es ist. Ja, wenn der Ton gleich mal hochgeht, kann man es herausfinden. Ja. Perfekt. So, wo habe ich denn? Handtuch. Ja, für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wo sind wir überhaupt? Hier bei mir in der Nähe von München in Grünwald in meiner Kochschule. Das ist auch der Platz, wo wir für Vegan Masterclass alle Kurse drehen. Wo wir heute auch gedreht haben. Genau. Wofür? Für die Beginner Masterclass machen wir auch gleich mal direkt Werbung. Im positiven Sinne, weil es eh kostenlos. Ganz genau, im positiven Sinne. Werbung ist ein kostenfreier Kurs mit knapp 25 Videos, der passend und parallel zu unserem Buch eben rauskommt. Der Gedanke, wenn ihr rechtzeitig mit den Videos fertig seid. Ja, ist ein bisschen was zu tun. Nee, ja. Ich bin positiv, dass wir am 23. das Ganze auch parallel zum Buch Launch dann launchen werden. Wenn euch das interessiert, Link ist auch unten in der Beschreibung, denke ich, wo ihr euch schon vorab registrieren könnt, dass ihr dann Info kriegt, wenn es losgeht. Das Ganze ist 100% kostenfrei, no strings attached, versprochen von Nico und von mir. Und Nico hat 10 großartige Theorievideos aufgenommen. Genau, plus wir haben noch ein paar aus anderen Masterclass-Videos dazugepackt. Genau, 10 Theorievideos, 10 Praxisvideos und noch ein paar aus den anderen Masterclasses, die halt passen einfach. Ne? Uns ging es darum, dass wir genauso wie im Buch auch einfach einen Kurs schaffen und in dem Fall wirklich kostenfrei, um maximal viele Menschen mit hochwertiger veganer Küche und Ernährung zu erreichen. Und das einfach kostenfrei, um diesen ersten Schritt vielleicht ein bisschen zu erleichtern. Jo, habe fertig. Fertig, wunderbar. Besser so? Wunderschön. Grausartig. Magst du mal einfach direkt in die Kamera zeigen, wie es aussieht? Vielleicht sieht man das. So. Und Bastis Filets? Ja, die sieht man fast gar nicht, die sind so klein. Naja, so, hast du schön gemacht. Zitrussalat. Wir würzen das Ganze. Hier ist eh schon alles vorbereitet. Ne? Das ist natürlich praktisch, wenn das zu Hause so wäre, wäre ein Traum, so kochen in 10 Minuten erledigt. Wobei wir quatschen die Zeit, die wir uns sparen durch das Mise en Place definitiv wieder weg. Vor allem ich. Und wir haben jetzt hier Zitronenabrieb, Bio-Zitronenabrieb, dann ein bisschen Vanillepulver, Ahornsirup und Basilikum. Das ist nur der sinnbildliche. Magst du da vorne einfach mal so 10 Blatt abzupfen, grob hier reinzupfen? Basilikum und Zitrus, großartige Kombination, funktioniert immer. In Julienne schneiden oder? Nee, einfach ein bisschen ganz, zack und rein damit. Okay, alles klar. 10 Blatt ungefähr? Ja, plus minus. Oh, okay. Genau. Weil dann zieht es da schon mal ein bisschen mit rein. Mhm. Zitronenschale, Abrieb auch mit dazu. Ein bisschen Süße halt einfach noch, in dem Fall Ahornsirup. Wir haben im Buch mit unterschiedlichen Süßungsmitteln gearbeitet, unter anderem auch mit Zucker, Nico. Wie kannst du nur? Ich greife es nur vor, die Frage. Ich wollte gerade sagen, möchtest du, dass ich beantworte? Ja, warum? Das ist ja großartig. Gerne. Also im Grunde, es wird hoffentlich auch klar, wenn man unsere Arbeit verfolgt und generell auch meine Videos zum Beispiel zum Thema der Süßungsmittel anguckt. Es geht ja immer darum, dass die Gesamternährung gesund sein soll. Ja? Es macht keinen Sinn, einzelne Lebensmittel zu verteufeln und zu sagen, jedes Gramm Zucker und jedes Gramm Salz und jedes Gramm Fett ist ein Problem, sondern zu viel von den jeweiligen Stoffen ist halt ein Thema. Und natürlich hat klassischer weißer Zucker oder selbst auch Vollrohrzucker weniger Nährstoffe wie jetzt eine Dattelpaste, die wir im Vegan-Klischee die Kochbuch als einziges Süßungsmittel genommen haben. Aber man muss halt auch dazu sagen, wenn man eine vegane Küche machen möchte, die möglichst Mainstream-tauglich ist, möglichst viele Leute anspricht, und genau das ist der Anspruch mit veganer Ernährung für Einsteiger, nämlich Leute dafür zu begeistern, die neu im Thema sind, dann sind wir der Meinung, dass es sinnvoller ist, die Hürde so gering wie möglich oder so tief wie möglich zu halten, sodass man eben mit den Zutaten, die man zu Hause hat, auch vegan kochen kann. Eine Dattelpaste hat halt jeder zu Hause, ist deutlich teurer. Und du musst es erstmal wieder machen, ne? Genau. Das war ja der Punkt von Low Budget auch. Ne? Genau. Das ist wieder ein Schritt, der halt zu viel ist manchmal. Genau. Und deswegen, also klar, natürlich, ein Überschuss an Zucker ist ein Problem. Die Fachgesellschaften empfehlen, dass maximal 10% der Kalorien zugesetzter Zucker ist. Die WHO sagt sogar 5 wären eigentlich noch besser und entsprechend ist es halt eine Mengenfrage. Und ein Dessert sollte täglich gegessen werden, egal womit es gesüßt wird, und die Gesamternährung sollte gut sein. Also ist super, wenn man sich Gedanken über Ernährung macht, man möchte seinen Nährstoffbedarf decken, aber das schon leicht orthorexische Verteufeln von einzelnen Lebensmitteln per se halte ich für schwierig und ist halt auch nicht evidenzbasiert.
Frage beantwortet? Auf jeden Fall. Großartig. Haben wir noch mehr Löffel? Ja. Genau, einmal durchmischen und dann lassen wir den Zitrussalat. Ja, hast du alles schon drin, ja. Genau, es ist alles drin. Man könnte jetzt auch noch ein bisschen Olivenöl mit reinmachen, würde auch sehr hervorragend harmonieren. Wollen wir das machen? Ja, bitte. Einfach nur so ein... Gutes extra natives? Ja, ja, sehr gutes. Richtig gutes Olivenöl. Richtig gutes. Richtig gut. So, sweet. Und zu unseren Kokos-Schneebällen. Super simpel. Was ist hier passiert? Kokosflocken, Raspel. Hast du noch Vanille? Das war mir ein bisschen zu viel für da rein. Da haben wir nur eine Prise reingemacht. Kokosraspel angeröstet, haben einfach schon mal ein bisschen mehr Geschmack. Hast du schon vorbereitet? Habe ich schon vorbereitet, genau. Da wälzen wir nachher unsere Bälle drinnen und ca. 50 Gramm von den Kokosraspeln habe ich hier mit einem Kokosöl geschmolzen. Hier haben wir ganz banal fertig gekaufte, leckere, vegane Kekse aus dem Biomarkt. Bisschen zerkrümelt, zerbröselt. Seht ihr das so? Ich bin noch ein bisschen verwirrt, hier stehen so viele Kameras. Ja, zerbröselte Kekse halt. Ja, leckere, vegane, zerbröselte Kekse, also kein großes Ding. So, die kommen da direkt mit rein. Magst du das schon mal durchmischen? Kannst dann haben wir noch einen Sojajoghurt, der kommt auch mit dazu. Den Sojajoghurt eurer Wahl, ich gieße mal. Zum Thema Soja haben wir natürlich auch schon Videos gemacht, falls es heißt, ja, aber Soja enthält ja Stoffe, die nicht gesund sind. Bitte die Soja-Videos angucken, einfach Rittenau und Soja bei YouTube eingeben, dann findet man eine zweiteilige Reihe und auch ein einzelnes Video, also drei Videos insgesamt zum Thema Soja. Jetzt kommt nochmal Zucker. Und Zitronensaft, nochmal ein bisschen für die Säure und es sieht jetzt relativ flüssig aus, aber was passieren wird, die Kekse werden sich jetzt gleich vollsaugen mit der Flüssigkeit, auch mit dem Fett. Das Fett ist ja gerade geschmolzen und ihr wisst ja, wie Kokosöl aussieht, wenn es kalt ist. Das heißt, wir werden das auch gleich in den Kühlschrank geben oder ins Eisfach, dann geht es ein bisschen schneller. Deswegen hier halt auch ein Kokosöl, weil man die gesättigten Fette hier braucht für die Textur, weil damit es kalt wird, damit es bindet. Ganz genau. Ja. Ne? Ich könnte jetzt kein neutrales, flüssiges Öl verwenden, weil dann wäre es halt auch noch flüssig. Ich könnte natürlich das Fett weglassen und es anderweitig noch abbinden, aber wird's halt nicht so lecker. Dann wird es halt nicht so lecker. Ganz genau. Muss man halt sagen. Richtig. Und da isst man halt lieber ein bisschen weniger davon, aber dafür schmeckt es halt. Ja, finde ich auch. Ja. Also eine Kugel reicht definitiv. Darf ich noch mal kurz einmal... Wieder. Ich habe wieder zu wenig umgerechnet. Nee, die waren ich war extra ganz vorsichtig, damit die ja nicht die zu groß. Ja, das, ich weiß schon. Ich bin ja ungeduldig. Ne? Ich könnte es auch einfach ziehen lassen. Ich zerdrück's jetzt nochmal ein bisschen. Okay. Aber dann ist gut. Okay. Dein Rezept? Prise Salz fehlt noch. Auch bei Süßspeisen immer eine Prise Salz. Und eigentlich fast immer eine Prise Süßes in deftige Speisen, oder? Genau, andersrum kann auch. Also, oder halt eine Frucht oder irgendwas, was die Süße mit reinbringt. Genau. Genau. So, wunderbar. Und schon ist die Nachspeise eigentlich fertig. Das heißt, wir lassen es jetzt durchkühlen, fest werden. Dann werden wir Kugeln rollen. Und zwar in den Kokosraspeln und servieren mit dem Zitrussalat. Und fertig ist die Geschichte. Das heißt, ich stelle es jetzt mal ins Eisfach, dann geht es ein bisschen schneller. Das geht wirklich schnell. Und dann geht's hier mit der Carbonara weiter. Vielleicht magst du mal ein bisschen gucken, ob schon Fragen da sind. Ja, dankeschön. Wir knacken hier gleich die 1000 auch. Sehe gerade. Ja, gute Frage. Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, noch gar kein eigenes Video zum Thema Zuckeralkohole und generell Zuckeraustauschstoffe. Nur eins allgemein zum Thema Süßen. Xylit, auch Erythrit sind aus meiner Sicht eine der besseren Zuckeralkohole, einer der besseren Süßstoffe. Hängt damit zusammen, dass Xylit halt neben dem süßenden Effekt auch noch den Vorteil hat, dass es gut für die Zähne ist und im Gegensatz zu anderen Süßungsmitteln zum großen Teil im Dünndarm auch aufgenommen wird, was insofern auch die Restzweifel beseitigt, ob vielleicht ein regelmäßiger Verzehr von Süßstoffen Einfluss auf die Darmflora haben kann, der eventuell nicht gut ist für manche Menschen. Das ist noch ungeklärt, das ist eine Mengenfrage, aber man weiß, dass eben einige Zuckeralkohole, Sucralose, Aspartam nicht vollständig resorbiert werden im Darm, also im Dünndarm, dann in den Dickdarm kommen und dann die Darmflora verändern können. Bei Erythrit, Xylit ist das weniger der Fall, von daher sind die aus meiner Sicht besser geeignet, allerdings haben die eine Süßkraft, die weniger stark ausgeprägt ist, wie zum Beispiel Sucralose. Lange Rede, kurzer Sinn, egal was man für Süßungsmittel nimmt, man sollte einfach seinen Gaumen daran gewöhnen, weniger süße Dinge zu wollen. Und wenn man was Süßes essen möchte, kann das auch regulär gesüßt sein. Aber ja, Erythrit, Xylit sind die besseren Süßungsmittel. Bitte, ich gebe dir das wieder, du machst die Moderatorenrolle besser. Ja. Ich war belumpt auf so. So, magst du vielleicht Petersilie schon mal fein schneiden? Gibt es auch richtige Messer? Oder? Ich nehme es klein. Die ganze? Haben wir nur ein Messer? Hast du auch ein Messer?
Also ein richtiges Ich komme klar damit. Okay. Die ganze? Genau, die ganze bitte. Mhm. Mit Stängel? Weil du mit ja, Stängel, ja. Genau. Wichtig immer, bei Petersilie ist ja auch Bio, Stängel mit, stelle die auch mit klein. Gerade die Stängel, oh, da kommt was aus dem Off. Ja, wenn aus dem Off ein großes Messer kommt, dann nehme ich das natürlich auch. In den Stängeln ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Geschmack drinnen. Das heißt, nicht wegschmeißen, wenn ihr jetzt so ein Büschel Petersilie habt und da einfach mal die Stiele wegschmeißt. Das ist ein Drittel vom Gewicht, ein Drittel von eurem Geld. Und da sind auch ordentlich noch Nährstoffe drinnen und Geschmack vor allem. Das heißt, ich schneide die ganz gerne klein, brate die zum Beispiel mit den Zwiebeln mit an am Anfang. Hat fast was Zimtiges, finde ich, so vom Eigengeschmack her. Also ganz tolles, feines Aroma. Jetzt schneide ich es aber gerade mit den Blättern und allem klein. Ja, okay? Ja, komplett okay. Einfach. Genau. Also hier trenne ich es jetzt nicht. Ne? Wir geben die nachher einfach mit runter. Okay. So. Könnt ihr noch mal weiter noch einen Mikroanstecker checken? Mikroanstecker-Checker? Wegen dem Knistern. Genau. Hm. Ist das hinten bei dir? Kann das was mit einem Sender zu tun haben? Ich kann es mir hinten an den Gürtel stecken. Ah, okay, das könnte sein. Okay. Weil fest ist er. Ich darf mal hinten. Bitte, füll die frei. So, ist es jetzt besser? Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Hört irgendjemand live mit, sodass ihr auch hört, wie es der Rest hört? Ja? Okay. Okay, cool. So. Gerne Feedback, ob es jetzt besser ist vom Ton. Wenn nicht, arbeiten wir weiter dran. Das ist das Letzte, was wir tun. Jetzt holen wir das Richtmikrofon raus und schnallen das oben drauf. Das kriegen wir schon hin. Nico, sind Datteln und Rosinen äquivalent zueinander? Also in Sachen Blutzuckerspiegelspitzen und so, die Anna. Ja, also mir ist es keine Publikation bekannt, die jetzt unterschiedliche Trockenfrüchte vergleicht. Ganz gleich werden sie nicht sein, weil unterschiedliche Trockenfrüchte unterschiedliche Verhältnisse von Fructose und Glucose haben. Aber das ist halt so Micromanagement. Also im Grunde genommen sind alle Trockenfrüchte, ja, ist besser, perfekt, sind alle Trockenfrüchte vom Blutzuckeranstieg her gemäßigter als jetzt isolierte Zucker, was damit zusammenhängt, dass sie eben noch Ballaststoffe mitbringen, gewisse sekundäre Pflanzenstoffe. Also im Grunde genommen kann man sie äquivalent füreinander sehen. Würde man sie untersuchen, würde man wahrscheinlich Kleinigkeiten feststellen, dass die Kurve etwas anders verläuft. Aber altogether sehr vergleichbar. Wir haben ja, glaube ich, auch hin und wieder ein paar Rezepten, bilde ich mir ein, in... Zumindest in vegan Low Budget Rosinen anstatt Datteln verwendet. Genau, gell? Da habe ich meistens Rosinen verwendet, weil die einfach deutlich günstiger sind. Mhm. Und war für mich auch in der Ponzu-Soße ganz oft als Süßungsmittel mitgemixt, wo man es gar nicht rausschmeckt, weil viele, also wenn sie Rosinen hören, fangen sie ja schon an wegzulaufen. Was gefühlt oft mehr eine Texturfrage ist für die Leute, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Schon denken. Ja, so wie bei Pilzen vielleicht. Ja. Für mich ist ja zum Beispiel ein Apfelstrudel ohne Rosinen kein Apfelstrudel. Also ich gehöre da eher zur anderen Kategorie. Genau. So, ich habe jetzt hier vorne für unsere Carbonara die Pfanne schon mal ein bisschen aufgeheizt, beziehungsweise lass sie aufheizen. Jetzt werden wir als erstes mal direkt die Tofu-Würfel anbraten, knusprig und braun. Denn klassischerweise kommt in eine Carbonara, wobei da lehne ich jetzt mich auch mit dieser Aussage aus dem Fenster, weil da gibt es auch 127 verschiedene originale Rezepte. Okay. Das Original, so wie ich es früher zubereitet habe, sagen wir so. Das ist damals noch. Damals. Vor Ewigkeiten. Ja, ist schon länger her bei mir. Ich muss mal wieder rechnen. Ich habe nicht so ein klares Datum. Das habe ich mir nicht gemerkt. Aber knapp also 6, ungefähr 7 Jahre sind es auf jeden Fall jetzt. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also Tofu-Würfel, Räuchertofu-Würfel hier rein. Da hat sich der Nico besonders gefreut. Ich bin kein Riesenfan von Räuchertofu, das stimmt. Habe ich nicht dran gedacht. Entschuldigung, Nico. Die allermeisten Menschen lieben Räuchertofu, von daher. Ja. Finde ich das cool, wenn wir das machen, weil viele Leute sagen, sie lieben so deftige Raucharomen, lieben Spaghetti Carbonara und wenn du eine Möglichkeit hast, genau, diese deftigen Aromen auch ohne Tierprodukte reinzubringen, go for it. Ja. Cool, ich esse dann rundherum, beziehungsweise ich habe eigentlich auch schon gegessen. Ja, ja. Du hast ja heute schon wahnsinnig gut gekocht. Dankeschön, Dankeschön. Wann kommt das YouTube-Video zu dem, was du heute gekocht hast, weißt du schon? Nächste Woche, Donnerstag. Ah, das dann erste. Freut genau. Euch. Darf man schon verraten? Nee. Ah, okay. Das wird deftig. Also es ist Weihnachtliches, das kann man sagen. Das wird cool. Und was Besonderes. Sehr besonders. Soll ich Zwiebeln schneiden? Wenn du magst. Ja, wie dann? Würfel. Feine Würfel. Feine Würfel, alles klar. Ui, das wollte ich fast. Cool. So.
Ich arbeite übrigens extrem gerne mit Tofu, aus dem Hintergrund, weil viele erstmal von Tofu nichts erwarten. Ne? Es gibt natürlich viele andere tolle Produkte, die man verwenden kann. Tofu ist aus meiner Sicht einfach ein sehr wertvolles Lebensmittel. Ja. Man bekommt es mittlerweile überall und die meisten erwarten halt aber nichts davon. Das heißt, man kann viel leichter begeistern damit. Ah, Expectations. Genau, also auch in Kochkursen mache ich gerade die Zubereitung jetzt hier so. Ich nenne es immer Tofu-Speck total gerne in Kombination, in Chicorée-Schiffchen zum Beispiel mit einer Balsamico-Reduktion, Birne und Avocado, total lecker. Außen schön knusprig, innen soft. Proteinthematik stimmt auch so im Bereich 14-16% eigentlich, je nach Wassergehalt. Der ist jetzt ein bisschen fester. Bezogen auf das Gewicht, ja. Aufs Gewicht, genau. Ja. Und wenn der die schön knusprig rausbreitet, das machen wir jetzt im ersten Schritt, super, super lecker. Ich verspreche es euch. Und klassischerweise in meiner Carbonara Waldspeck drin. Das heißt, es transportiert uns halt so ein bisschen diese Speckaromen mit rein. So, parallel jetzt mal die Pasta ins Wasser. Die braucht nämlich circa 10 Minuten. Ordentlich salzen. Zweite Hälfte auch? Bitte, ja. Habe ich auch noch nicht geschält. Noch feiner? Weil ich bin heute extrem gut im Multitasking, merke ich. Noch feiner? Nee, passt super. Ja. Okay. Warum salzt man das Pastawasser so ordentlich und gut? Ist das eine Frage ans Publikum? An dich. An dich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. weißt es du? Ja. Großartig. Warum fragst du dann? Nur um mich bloßzustellen. Okay, nein, danke dir. Danke dir, sorry, danke dir. Viele wissen es halt nicht. Sag's halt. Letztendlich, es geht darum, dass wir über das Salz den Geschmack in die Pasta reinbringen, den wir hinterher über die Soße nicht mehr reinbringen würden. Das, ich dachte, du kennst den Mechanismus dahinter. Ja, der Mechanismus ist einfach, dass sie halt Salz aufnimmt und wenn du halt das ohne Salz kochst, dann schmeckt die Nudel halt fad und da kannst du die Soße noch so würzen. Diese Ausgewogenheit findet einfach nicht mehr statt. Also wirklich dieses richtig runde, der runde Geschmack passiert nur, wenn du ordentlich Salz... Das war heißes Wasser auf dein Handy. Ja, es hat auch gleich reagiert. Den Fingerabdruck war das jetzt. Okay. Das, okay, ich dachte, jetzt kommt voll die chemische Analyse, ach, warum... Weißt ja, bei mir manchmal weiß ich überhaupt nicht, warum ich Sachen mache. Ich weiß, also aber nur, weil es schmeckt halt und weil es funktioniert. Ja. So, ich gehe da eher unwissenschaftlich ran. Okay, ja, aber wenn es funktioniert, dann passt ja. Sowieso. So, im Rezept original übrigens ist keine Zwiebel drinnen, aber ihr wisst ja, ich bekomme selber immer körperliche Schmerzen, wenn ich mich an Rezepte halte. Selbst wenn es deine sind. Das war so mein kleiner kreativer Ausflug heute. Unglaublich kreativ. Sehr kreativ. Zwiebel reingetan. Das hatten wir ja auf der Kochshow auch schon. Habe ich rein? Sellerie. Ach stimmt. Als kreatives. Das reicht bei mir dann. Warum kann Zwiebel im Originalrezept? Auch da, weil ja eine gewisse Zutatenmenge auf dem Plan war. Okay. Und ich wollte halt nicht höher gehen. Ja. Und es schmeckt auch ohne Zwiebeln. Ne? Guter Freund von mir, sehr guter Koch, der Surtam Göb, der kocht zum Beispiel pauschal ohne Zwiebeln. Paul, ja, okay. Zwiebeln sind aber super. Ich mag nimm's Zwiebeln. Gerne Zwiebeln. So, ich lese mal hier ein bisschen. Was geht so in den Kommentaren? Ja, alles. Überschlägt sich's? Ah, es überschlägt sich in alle Richtungen. Nico, welche Blutwerte außer den Holo-CC soll ich unbedingt testen lassen? Ja, also vielleicht für alle, die noch nie von dem Term gehört haben, Holo-CC ist ein Testwert für Vitamin B12 und Vitamin B12 als das kritischste Vitamin, natürlich entsprechend auch der wichtigste Bluttest. Wenn man einfach zum Arzt oder der Ärztin geht und nach einem B12-Test fragt, dann kriegt man meistens nur ein Serum B12. Von daher explizit nach Holo-TC fragen, weil der deutlich genauer ist und auch beginnende Mängel oder auch eben ausgeglichene Mängel besser und schneller feststellen kann. Der zweitwichtigste Parameter, würde ich sagen, ist Vitamin D, 25 OHD, einfach weil Vitamin D nicht nur in der veganen Ernährung, sondern in der Allgemeinbevölkerung kritisch ist und das auch ein Wert ist, den man fast überall testen kann, der ist nicht so wahnsinnig teuer, kann man daher gerne mitmachen. Klar, so ein HS-Omega-3-Index wäre auch super für die Omega-3-Versorgung, aber der ist A, sehr teuer und B, können die meisten Labore ihn gar nicht machen. Von daher bin ich da mehr der Meinung, man spart sich das Geld für den Bluttest und supplementiert anständig. Ansonsten, klar, so Eisen, also Ferritin ist ein Klassiker, aber meine generelle Herangehensweise an das Thema, dafür ran. Die generelle Herangehensweise ist, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Hast du die Pfanne im Griff? Habe ich ja. Ja, hast du eine? Nein, okay. Magst du die Pfanne kurz zu mir schieben? Nice, danke. So genau, also so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Das heißt, wenn man seine Ernährung im Griff hat,
die regelmäßigen Supplemente einnimmt und schon einmal über den Bluttest gesehen hat, dass es funktioniert, muss man jetzt auch nicht engmaschig alle 12 Monate oder so testen. Wenn man umsteigt auf die vegane Ernährung, ist es interessant, einen Status Quo zu haben. Man kann aber auch gleich direkt mit der Supplementierung beginnen. Dann vielleicht nach 4 oder 6 Monaten, wenn man das nächste Mal beim Arzt oder der Ärztin ist, testen lassen. Und dann sieht man, wo man steht. Entsprechend noch adjustieren. Vielleicht dann einmal, noch einmal nach 6 oder 12 Monaten nachtesten. Und wenn es dann funktioniert, kann das auch so bleiben vorerst. Also man muss da jetzt nicht wahnsinnig engmaschig nachtesten, wenn man entsprechend gut isst und supplementiert. Ein Waschbecken wäre hier obergeil. Ja, das habe ich mir ungefähr schon 700 Mal gedacht. Aber du kannst gerne rauslaufen. Also du bist ich kann auch gehen. Du darfst durch die Gegend laufen, alles, was du möchtest. Obergeil. So bei dem Video, wo du die Pfanne... Weißt du noch? Was für ein Video? Wo wir Öl, weißt du, erhitzt haben. Ja, ja, ja. Ich kann mich an nichts erinnern. So, also Zwiebeln hier mit rein. Die rösten wir jetzt auch mit an. Ich habe gerade die Frage gelesen, wieso bekomme ich meinen Tofu nie knusprig? Das liegt im Prinzip an 2 Faktoren. Einmal Fett und einmal die Hitze und die Dauer auch der Hitze. Das heißt, um so Tofuwürfel richtig schön knusprig hinzubekommen, müsst ihr schon mit ordentlich Hitze und auch ausreichend Öl für gute 7 bis 8 Minuten das Ganze anbraten. Schaut euch dazu auch gerne mal mein Tofu-Video an hier auf YouTube. Da beschreibe ich die... Oder mein Tofu-Video. Hast du auch eins? Mit den drei besten Versionen. Oder Philips Video. Genau, mit den 3 besten Versionen. Also es gibt viele Tofu-Videos. Aber guck mal da eins. Bei mir beschreibe ich auf jeden Fall die Technik von Quietsch, Quietsch und Tok, Tok. Hochwissenschaftlich. Ja, aber das kann man sich gut merken. Im Endeffekt, man klopft außen drauf. Ja, und wenn es Tok, Tok macht, also sprich, man merkt wirklich, es ist einfach fest. Dann ist es auch ausreichend und wenn er halt noch nachgibt, ne, so wie hier am Handballen, dann quietsch, quietsch, macht es halt noch keinen Spaß zu essen. Allerdings dürft ihr den auch nicht zu lange anbraten, denn was passiert dann? Dann wird er trocken. Dann wird er sowas von trocken und staubig und macht einfach keinen Spaß mehr zu essen. Fühlt es sich jetzt schon nach Tok Tok an? Ja, wir machen noch ein bisschen Öl rein. Okay. So, jetzt machen wir die Ei-Alternative sozusagen. Für alle Tofu-Liebhaber da draußen gibt es noch mehr Tofu. Und zwar den Seidentofu werden wir jetzt verwenden. Also noch mehr. Ihr habt zu viel Spaß mit Seidentofu, ja, gehabt. Ja, alles gut. Das heißt also noch ein bisschen mehr einfach zermatschen? Soja, genau. Hier ist eine Pflanzenmilch. Sojamilch? Sojamilch. Ja, also grundsätzlich, die Fachgesellschaften zeigen, und da gibt es auch gute Datenlage, dass so 3-4 Portionen, und das sind ja immerhin 300-400 Gramm Tofu oder 400-600 Milliliter Sojamilch pro Tag in Ordnung sind, aber wenn man schon Tofu und Seidentofu nimmt, vielleicht möchte man dann eine andere Pflanzenmilch nehmen oder halt nicht jeden Tag den Gericht machen mit 3 Sojakomponenten. Ja, ist auch hier komplett egal, ob das jetzt eine Hafermilch oder eine Sojamilch ist. Reismilch funktioniert nicht nehmen, genau, funktioniert so süß. Auf jeden Fall. Wirklich komplett so oder sollen noch kleine Stückchen sein? Teil schon, es soll noch ein bisschen dicker werden. Also okay. Es dürfen schon ein paar Stückchen mit drin sein, aber ein bisschen dicker kann es schon werden. Jetzt machen wir noch ein paar Hefeflocken mit rein. Mhm. Käsiges Aroma, käsiges, gute B-Vitamine. Ja, und auch ein bisschen geschmacksverstärkend ist auch nicht so unwichtig dabei. Und damit wir halt so ein bisschen den Eye-Touch hinbekommen, Kalanamak, das ist ein Schwefelsalz. Ihr habt gehört, dass man das Kalanamak-Salz nicht erhitzen darf, weil sonst der Eigeruch rausgeht. Hast du das schon mal gehabt? Korrekt, allerdings... oder erhitzen wir das jetzt nicht? Doch, wir erhitzen es auf jeden Fall, aber es geht nicht alles raus. Das heißt, ich mache mal ein bisschen direkt rein und dann am Schluss wirklich nochmal vorm Servieren drauf, weil da riecht man ja jetzt auch, hat man halt das Aroma. Wenn man da keinen Bock drauf hat, lass es einfach weg. Ne? Also schmeckt auch ohne. Nee, wir machen es schon rein. Ja, weil du hast den Bock drauf. Genau. Ist ja schon wurscht. Ja, es ist schon kein Essen mehr für mich. Ja, super. Genau. Also es ist wirklich eine ganz simple Zubereitungsmethode für diese Pasta à la Carbonara. Habe fertig. Dann einfach mal auf die Seite stellen, beziehungsweise ein bisschen was von der Petersilie kannst du noch mit reinmachen. Übrigens, wenn ihr hier auch so dieses Gelbe vom Ei drin Drittel haben oder? Wollt, ja, Drittel, dann könntet ihr jetzt noch mit Kurkuma arbeiten oder was immer hervorragend funktioniert, ist mein neues Färbemittel, ist gekochte Karotte und das dann püriert. Funktioniert auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es war mir jetzt in dem Fall nicht wichtig. Ne? Wenn euch das wichtig ist, macht es einfach mit rein. Können Sie noch mal kurz sagen, wo es die Beginner Masterclass gibt und auch die Kosten? Die Beginner Masterclass gibt es bei uns bei Vegan Masterclass, der Online-Kochschule, die ich mit 2 Freunden vor 2, 3 Jahren gegründet habe, bei der mittlerweile ganz viele großartige Trainer und Trainerinnen am Start sind, unter anderem Nico eben. Und den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Beginner Masterclass, kostenlos, wahrscheinlich ab dem 23.11. draußen. Jetzt schon mal anmelden dort und dann
viele leckere Gerichte kochen und Theorie von Nico lerne. Und das Ganze ist aber parallel gekoppelt eben mit unserem Buch. Also die Kombination wäre durchaus am sinnvollsten, ist aber kein Muss. Ne? Also die Rezepte gibt es auch in dem E-Book, aber geschlossener Bereich halt, wo ihr das Ganze dann abrufen könnt. Genau, die Idee war im Prinzip einfach, wie man sie auch von einigen veganen NGOs kennt, so einen kleinen veganen Starter-Einsteigerkurs zu machen, aber eben nicht per Newsletter, per Mail, wie es die meisten veganen Orgas machen, sondern eben direkt online, sodass man theoretisch auch, man kann eigentlich auch alle Videos direkt an einem Tag durchklicken, wenn man möchte, oder? Ja, man definitiv. Muss jetzt nicht Tag für Tag warten, dass man eine neue... Nein, genau das ist es eben. Also ja. Man kann wirklich alles durchbingen, wenn man möchte. Auch mehrfach anschauen und auch langfristig nutzen. Also wir werden das jetzt nicht in 4 Monaten sperren oder so. So, nein. Pasta einmal hier rüber. Die ist noch schön bissfest, das ist wichtig dafür. Ich finde meinen Gesichtsausdruck übrigens immer total lustig, wenn ich schwenke. Gab es da schon mal so Screenshots, die Leute geschickt haben? Nee, ich sehe es halt selber ja manchmal bei den Korrekturen von den Videos und das sieht immer gleich aus, immer gleich. Leicht angespannt und konzentriert. So, also einfach natürlich, Entschuldigung. So das dritte Mal, dass mir heißes Wasser auf dem Arm kommt. So heiß ist es jetzt nicht. Es kocht schon. Ja, du kannst die Masse, wenn du magst, schon mal zum Ablöschen rübergeben. Ja, die ganze? Ja. Gerne. Alles kocht. Du das schon mal ein bisschen durchmischen? Ja, hast du was? Ja. Los ist. Ja. Gib dir mal 2. Kann die Frage nicht, ob du auch Kochbücher mit nach Wien Ja, auf jeden Fall. Also ich nicht, aber der Verlag wird auf jeden Fall Kochbücher mit nach Wien nehmen. Und es wird auch von der veganen Gesellschaft, die ja die Vegan Planet veranstaltet, zumindest wurde es mir so gesagt, eine Mitgliederaktion geben, also eine neue Mitgliederaktion, dass zum einen entweder Leute, die neu Teil der veganen Gesellschaft Österreich werden, ein Buch als Neumitglieder geschenkt bekommen oder bestehende Mitglieder der VGÖ können neue Leute für die VGÖ begeistern und kriegen dann auch ein neues Buch. Eben vegane Ernährung für Einsteiger. Ventil wird aber auch die anderen Bücher mit haben. Also ja, es wird Bücher geben, ich weiß aber nicht, ob es sehr große Mengen davon gibt, ehrlich gesagt, weil in München war, glaube ich, am ersten Tag nicht ganz ausverkauft, aber, nee, aber am Anfang des zweiten, ja? Ja, genau. Relativ schnell weg. Genau, ich bin also am Wochenende auch in Stuttgart auf der Veggie Freifond. Es wird auch Bücher geben, weil Ventil hat auch einen Stand. Genau, da wird es auch Bücher geben. Also in Stuttgart und in Wien. Yes. Wir splitten uns für dieses Wochenende. Was finde ich schade. Ja, ich auch. Ja. Ich habe mir die 1000 Nice, es geht trotz Quatsch schon ziemlich schnell alles. Ja, ja, und es ist fast schon dreiviertel Stunde wieder. Ne? Das ist krass. Ja, okay. Das ist wie in Kochen. Mit dir verfliegt die Zeit. Ja, das wollte ich. So, ich schaue nochmal komisch beim Schwenken. Ich brauche das Hemd noch. Klaus, sehr schön machst du das, Rasta. Ja, ja, das funktioniert super. So, also einmal drüber. Ihr habt gesehen, ich habe noch ein bisschen Olivenöl drüber geschüttet. Das hat den Hintergrund, weil eigentlich in die Mischung schon das Öl reingehört. Klassisch, Ei hat ja auch Fett in der Carbonara, muss schon ein bisschen Fett drin sein, dass wir das halt richtig, richtig lecker hinbekommen. Jetzt können wir noch mal ein bisschen von der Petersilie mit drauf machen, wenn es magst. Den ganzen Rest, oder? Ich würde noch ein bisschen für den Dekostreuer überlassen, okay, den wunderschönen. Ja, dann mal so. Perfekt. Sweet. Und... Dann schmecke ich ab und dann können wir das essen. Sollen wir schon Bällchen formen? Nee, ich würde sagen, essen. Wir machen jetzt erstmal Pasta und dann... Dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. Genau. Ja. So. Genau, wenn ihr jetzt keine Lust auf dieses Stückchen hier habt vom Seidentofu, ich finde das ja ganz schön, wobei es eher ausschaut wie gestocktes Ei bei der Carbonara, was ja ein totales No-Go ist, aber das könnt ihr euch überlegen, wie ihr es macht. Dann müsst ihr es mit dem Mixer einfach mal kurz anmixen, dann ist es komplett glatt. Funktioniert auch ganz genauso. So, ich probiere es mal kurz. Teller hast du schon? Teller habe ich hier die tiefen Schalen, dachte ich. Hier. Mhm. Oh, du magst. Schmatze ich euch was vor. Ja, ist wirklich. Ja. Ein Glanzbrisal. Schau mal darüber. Ja. Du, hat funktioniert. Hat ja, ein bisschen Kalanamak noch? Ganz wenig. Noch zu wenig Ei? Ja. Super.
Die habe ich zurückgehalten. Ja, lass das schmecken. Katz, ganze Topf dir. Nein, ganze Pfanne. Mochtest du den Geschmack früher auch nicht oder einfach, weil du dich jetzt entwöhnt hast? Nee, überhaupt nicht. Ich mochte tatsächlich so sehr rauchige Sachen nicht so gerne und ich mochte auch jetzt so klassisches Ei nicht so gerne. Also ein Rührei mochte ich schon, aber irgendwie so alle anderen Eiergerichte irgendwie nicht so gerne. Keine Ahnung. Ja, aber dafür mochte ich Käse sehr gerne, wie du weißt. Ja, wer nicht. Ich eröffne ja auch ganz gerne, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht bei Kochshows mit Hallo, ich bin der Sebastian und ich war käsesüchtig. Schön. Und dann also, hallo Sebastian. Hallo Sebastian. Genau so. Sehr schön. Du sagst, das ist dann der zweite Teller ist dann für die Crew. Freut sich. Willst du echt nicht probieren? Ja, probieren du schon. Doch, probieren du schon. Ich mache dir eine Mini-Portion. Okay. Der Rest ist natürlich für die Crew hier. Aber mit Ausnahme von, ich glaube wirklich, diesem einen Gericht finde ich alle wirklich super im Buch. Und obwohl ich mir das Gericht ausgesucht habe, weil ich der Meinung war, es drin haben. Ich wollte es, ich wollte es auch heute kochen. Du isst es jetzt auch. Ja, na, weil ich der Meinung bin, dass eben so viele Leute das halt super feiern. Und es ist gerade so ein Standard-Klassiker, den ich früher auch sehr gerne gemacht habe und der mir erstmal abgegangen ist zu Beginn auch. Genau, deswegen, im Dienste der Menschheit, dachte ich, kochen wir heute Carbonara. Das ist wunderbar. Ja. So, ein bisschen grün. Jetzt brauchen wir noch zwei Gabeln. Achso, zu früh. Nee, das. Beeinflussen Medikamente die Aufnahme von B12? Ja und nein. Es ist nicht immer die Aufnahme unbedingt, sondern generell manche Medikamente können in den B12-Stoffwechsel eingreifen, können also den Bedarf erhöhen, ohne dass es zwangsweise die Aufnahme irgendwie verändert. Es gibt im Vegan-Klischee-Buch im B12-Kapitel eine Liste mit einigen Medikamenten, die hier Wechselwirkungen haben. Wenn man regelmäßig Medikamente nimmt, sollte man auf jeden Fall gucken, was die Wechselwirkungen sind, weil das betrifft nicht nur B12, sondern auch im Prinzip kann fast jedes Medikament mit diversen Mikronährstoffen interagieren. Es gibt ein gutes Buch von Uwe Gröber, ein Apotheker, der hat geschrieben Arzneimittel und Mikronährstoffe. Und da sieht man die Wechselwirkungen zwischen den gängigsten Medikamentenklassen und Mikronährstoffen. Genau, also ein Klassiker, der mir jetzt gerade einfällt, ich kenne natürlich auch nicht alle Medikamente auswendig, aber wenn man Metformin regelmäßig einnimmt, erhöht sich der B12-Bedarf, also ein Diabetes-Medikament. Darf ich schon? Wollen wir schon? Ja, bitte, bitte. Es kam gerade noch die Frage, was für ein Olivenöl ich verwende. Mache ich mal direkt Werbung. Casolivo. Kannst du vielleicht mal bei YouTube draufleuchten. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne, weil es ein sortenreines Bio-Olivenöl ist. Letztendlich extra nativ soll es halt sein. Genau. Wir kochen ja auch in jedem der Bücher überwiegend mit Olivenöl. Ganz im veganischen D-Kochbuch ausschließlich und in anderen überwiegend. Was halt wichtig ist, also das finde ich schon extrem, wenn ihr halt normales 0815, ich nenne jetzt keine Marken Olivenöl, wo auch vielleicht extra nativ draufsteht aus dem Supermarkt, wenn ihr es probiert, die sind extrem oft super bitter, einfach nicht lecker. So. Mhm. Und wenn es jetzt pur schon nicht lecker ist, wie soll es denn dann besser mein Essen besser machen? Es bringt einfach nichts. Ihr müsst es wirklich probieren. Was es durchaus haben darf, das ist ein bisschen ungewöhnt, ist eine gewisse Schärfe. Ich habe vergessen, mit was die Schärfe zusammenhängt. Mit den sekundären Pflanzenstoffen, da sind gewisse, was kommt, sind es Polyphenole, ich gehe davon aus, also mit den sekundären Pflanzenstoffen. Also eigentlich gut, was weil gut da ist. Mehr ja, da ja, ist. Ja, genau. Ja, genau. Das schmeckt man pur, aber im Essen schmeckt man sowieso nicht mehr. Weniger, ja. Aber dieses ganz bittere und ausgewaschene Olivenöl oft, also ein gutes Olivenöl, muss man halt leider sagen, der Liter Preis. Unter 10 Euro geht da einfach gar nicht. Also selbst das ist schon fast günstig. So. Ja, und mein Olivenöl hat ja auch, also auch wenn es extra nativ ist, einen Rauchpunkt, der hoch genug ist, dass man damit kochen kann. Also sowohl für die kalte als auch für die warme Küche extra natives Olivenöl. Reicht ein Lebensmittel, also ein Öl für alles. Also wenn man den räuchert doof und nicht mit isst, ist lecker. Ich finde es auch lecker. Kann nichts meckern, schön schlotzig, Pasta auch auf den Punkt gekocht, das finde ich immer sehr wichtig. Wenn es verkocht ist, na, ist einfach nichts. Das ist ziemlich gut alles. Stimmt es eigentlich, dass je nachdem, ob man es verkocht oder al dente, das Auswirkungen hat auf Zunehmen, Abnehmen, irgendwas war da? Also ein kleines Stück weit. Der Mechanismus dahinter ist folgender. Wenn du die Pasta sehr weich kochst, wirst du einen größeren Anteil der Stärke auch verdauen können. Wenn du sie sehr bissfest kochst, wird der Teil der Stärke noch nicht ganz verdaut werden können und entsprechend wieder ausgeschieden. Aber da sprechen wir vielleicht von, ich kann es nicht in Prozent benennen, aber vielleicht von 10, 15% der Kalorien. Also okay. Jetzt nicht, das ist jetzt nicht 50% Teil. Oder? Okay.
Also, du kannst, wenn du sie roh isst, dann sind es wahrscheinlich mehr als 50%. Also, ich habe in Italien schon das ein oder andere Mal Pasta bekommen, wo ich echt dachte, der will mich jetzt verarschen. Weil ich mag sie wirklich al dente, aber das war ja fast knusprig, was ich da gekriegt habe. Das ist ziemlich gut. Das schmeckt überhaupt nur Ei. Wo ist das Ei hin? Ich habe mich zurückgehalten. Danke. Das ist ziemlich gut. Da könnt ihr auch zu Hause, wenn ihr zwei habt, die es gerne haben und die anderen zwei nicht, stellt halt das einfach auf den Tisch und dann kann sich jeder nochmal nacheiern. Gut. Also ich esse jetzt nicht auf, weil wäre vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Du hast ja nicht so viel. Ich hole mal schnell die Masse und hoffe wirklich sehr, dass die schon fest ist. Wir werden es gleich sehen. Sonst gibt es eine Schneeballcreme, würde ich sagen. Du bin jetzt alleine hier und die esse. Ist das okay? Was? Komm mal, wir fragen. Ich bin gleich wieder da. Die Frage war noch, ist Rapsöl nicht auch super zum Kochen wegen dem Verhältnis von Omega 3 und 6? Kannst du deine Frage wiederholen, weil ich höre nicht zu. Man hört die wahrscheinlich weniger, ja, stimmt. Sekunde. So. Die Frage aus dem Chat war noch, ob eine Rapsöl auch gut geeignet wäre für die Küche aufgrund des guten Omega-3-zu-6-Verhältnisses. Und die Antwort ist grundsätzlich ja, wobei Olivenöle etwas hitzestabiler sind als klassische Rapsöle. Und native Rapsöle haben einen gewissen Eigengeschmack. Das heißt, man muss halt gucken, dass man desodoriertes Rapsöl bekommt, das deutlich neutraler ist im Geruch und im Geschmack. Dann ist es ein wunderbares Öl, ansonsten hat es einen starken Eigengeschmack. Aber das Omega-3-zu-6-Verhältnis ist zwar sehr gut in den Rapsölen, aber im Vergleich zu wirklich Omega-3-reichen Lebensmitteln wie Leinsamen, Chiasamen und deren Öle, ist es trotzdem relativ Omega-3-arm. Genau, von daher, ja, grundsätzlich ist ein gutes Öl auf jeden Fall, aber unsere Empfehlung wäre, Olivenöl zu verwenden, weil die Ölsäure, diese Omega-9-Fettsäure, die den größten Anteil der Fettsäuren im Olivenöl ausmacht, die ist super hitzestabil und so ist Olivenöl einfach ein Klassiker. Das hat einen Grund, warum der Großteil des mediterranen Raums mit Olivenölen kocht. Hier wurde gerade der Begriff von Nikopedia geprägt. Hast du das schon mal gehört? Nikopedia, finde ich nice. Gefällt dir, gell? Finde ich super, ja. Ist auch gut, Nikopedia. Ja. Sehr gut. Schnell sichern. Ja. Also, Buchtitel. Meine Angst, dass es nicht fest geworden ist, war natürlich kompletter Mumpitz. Ist ein bisschen zu fest, aber also lieber so als andersrum. Das heißt, mit ein bisschen Wärme aus meiner Hand, ich habe es mir jetzt gerade nochmal gewaschen, kriegen wir das schön homogen. Seht ihr auch, hast du da schön bröselig, schön kalt. Und da rollen wir jetzt einfach ein paar schöne Kugeln, wälzen die und dann können wir nämlich das ja schon genießen, wenn du magst. So, gibt es in Stuttgart auch Bücher? Ja genau, das meinte ich vorhin. Beim Stand vom Ventilverlag gibt es meines Wissens nach in Stuttgart Bücher. Ich habe am Freitag eine Kochshow, mittags um 1 und am Samstag auch nochmal um 1. Ich koche jeweils was anderes, auch beide Sachen aus unserem neuen Buch. Und Bücher gibt es beim Ventilverlag und dann werde ich nach der Show beim Verlag auch am Stand sein und freue mich auf viele nette Gespräche. Kann ich das zum Hände? Das kannst du zum Abtrocknen, wenn du magst. Genau. Wollen wir, weil ich jetzt eh schon... Immer die Hände gewaschen, dass die nicht nach Zwiebel riechen. Du auch? Ja. Okay. Meine ich gerade. Genau. Magst du die einfach rollen da drinnen und dann... Und dann, wohin geben? Magst du hier aus der Schublade noch einen Teller holen? Schlecht vorbereitet. Schön. Cool. Gibt es noch etwas zum Buch, was du noch zum Kulinarik-Teil sagen möchtest? Du hast ja auch einen Teil des Theorie-Teils beigesteuert. Was gibt es im Theorie-Teil? Genau, Theorie, einfach Kochtheorie, richtig abschmecken. Mir war wichtig, ein bisschen zu kommunizieren, was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt neu in die vegane Küche einsteige. Weil ich kann einfach nicht hergehen und sagen, ich lasse jetzt das Tierische weg, ersetze es mit 0815 Produkten und komme aufs gleiche Ergebnis. Das funktioniert in manchen Fällen, wo es schon sehr gute Produkte gibt, aber halt nicht in allen. Das heißt, es ist ganz wichtig, einmal wirklich zu verstehen, wie Geschmack entsteht, wie sich Geschmäcker zusammensetzen, auf was ich achten muss von diesen besagten 5+2 Geschmacksrichtungen, aber noch ein paar mehr Faktoren und das war mir halt wichtig, im Theorieteil weiterzugeben. Und im Praxisteil dann, letztendlich haben wir einen schönen Basiskapitelteil, da ist alles vertreten von
Salatsoßen, auch eine schnelle Mayo, wie man die macht. Kann man natürlich auch kaufen, aber die meisten sind noch nicht so lecker, wie ich finde. Die sind ganz schnell gemacht. Cremes, Aufstriche, Dips sind so in dem Bereich. Auch Basisteige für Pasta, für Biskuitteig. Käsealternativen? Käsealternativen sind mit dabei. Genau, was noch? Ich glaube, das war's. Also relativ ausführlicher Basisteil. Dann geht's weiter mit dem Teil Frühstück und Snacks. Also das haben wir einfach zusammengeführt, die zwei Kapitel. Klassische Frühstücksknaller dabei natürlich, Pancakes sowieso, ein Karottenlachs auf einem schönen Bagel, ein Smoothie auch. Wirklich in alle Richtungen deftig und süß vertreten. Und bei den schnellen Snacks, das sind letztendlich einfache Gerichte, die man halt als Mittagessen mal schnell essen kann. Gab es vor 2 Wochen schon ein Video hier bei mir auf dem Kanal. Den Wrap, oder? Für die Dürüms, genau, also Art Wrap. Super, super lecker, geht mega schnell. Ganz, ganz lecker mit einer schönen frischen Komponente drin. Genau, und noch viel mehr. Ne? So ein Fladenbrot mit einem Curry, ein Reisnudelsalat mit so einem Popcorn-Tofu auch. Also wirklich auch Länderküche, ich würde sagen, sehr bunt vertreten in alle Richtungen, so wie ich halt einfach gern esse. Ne? Also das habe ich versucht da auch mit reinzubringen. Genau, dann geht es weiter mit den Blitzgerichten. Da sind sehr viele Pastagerichte mit drin, weil einfach immer lecker und geht schnell. Aber genauso auch Suppen oder alle, die bei der Kochshow in Berlin und in München dabei waren. Die Polenta, die wir gemacht haben, mit dem Blumenkohlsalat und den Umami-Bohnen war auch dabei. Die kam sehr gut an. Genau, also ist auch gemischt, so diese klassischen Fleischersatzgerichte, genauso wie kreative Gemüsegerichte ist einfach alles mit dabei. Dann gibt es noch die emotionalen Klassiker. Das ist ein Kapitel, da sind Rezepte mit dabei, die nicht so super schnell gehen, zum Teil, manchmal trotzdem. Aber ist klar, jetzt Knödel, Blaukraut, Bratensoße und Rouladen, das ist halt kein Gericht, das ich in 20 Minuten koche. Also das dauert natürlich ein bisschen länger. Liegt in der Natur der Sache. Liegt in der Natur der Sache. Und dann gibt es halt noch Desserts mit 10 wunderschönen Desserts, von einer schönen Himbeertorte über Mousse-Schokolade, Eiscreme, solche Bällchen, schöne Vanillecreme mit heißen Erdbeeren, also auch wieder in alle Richtungen sehr überschaubar. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und ich habe letztens den Gulasch gekocht, wie du ja auch weißt. Mit selbstgemachten Spätzle. Mhm. Ich habe nur ein Bild gesehen, ich habe gedacht, er hat sicher Spätzle aus der Packung genommen. Nein. Das hat richtig gut funktioniert. Ja. Wird auch in absehbarer Zeit bei Peter dann online gehen. Mit den Freunden von Peter gekocht und war wieder mal positiv, also nicht überrascht, weil ich wusste ja, dass es gut wird. Also hat mich echt überrascht, dass es lecker war. Nee, aber war super. Ja. War wirklich schön. Hat mir gefallen. Hat auch lecker ausgeschaut. Danke. So, also wunderschöne Bällchen. Ja. Haben wir die drauf? Ihr habt sie auch gesehen. Richtig schön. Ich finde diese Golfballgröße auch perfekt. Passt immer ganz gut. Und ja, dann können wir sie eigentlich anrichten und essen. Großartig. Wenn du magst, ist kein Räuchertofu drin. Ich habe richtig Lust drauf, auf jeden Fall. Wie würden Sie bladen? Ich würde da in der Basis einfach ein bisschen was von dem Salat anrichten. Ich mache jetzt mal so kleine Mini-Portionen mit einer Kugel. Jo. Weil du noch gerade erzählt hast vom Praxisteil, für die Leute, die natürlich das Buch noch nicht haben, der Theorieteil ist diesmal beim neuen Buch so ein bisschen Quintessenz aus allen bisherigen Büchern. Das heißt, da sind ein paar Inhalte zusammengefasst. Auf der anderen Seite sind aber auch einige neue Inhalte dazugekommen. Das heißt, wir haben die vegane Ernährungspyramide mit drin, wir haben die 5 am Tag vegan, die helfen, 5 besonders kritische Nährstoffe durch Lebensmittel zu decken. Wir haben einen Teil zur veganen Ernährung in allen Lebensphasen dabei. Und was in dem Buch auch dabei ist, was auch neu ist, das allererste Kapitel ist ein bisschen eine zeitgeschichtliche Abhandlung zu der veganen Bewegung. Das heißt, wo kommt der Veganismus her, wo stehen wir heute und wo entwickelt sich die vegane Bewegung aller Voraussicht nach hin. Und da genau 3 Haupttheoriekapitel und dann die unterschiedlichen Praxiskapitel. Und ich persönlich... Es gibt ja so Leute, die sagen, ja, das muss ja so, also mein neues Album, das ist das Beste. Das hört man jetzt mal. Aber ich finde wirklich von den bisherigen Kochbüchern, ich persönlich mag das Neue am liebsten, was es dir geht. Aber ich glaube, dass es das ist, was, ist auch vielleicht kein Zufall, dass wir irgendwie 3 Kochbücher Anlauf gebraucht haben, aber ich finde, das ist das Rundeste von allem. Deine Rezepte sind so einfach, dass sie eben wirklich im Alltag funktionieren, sind aber nicht weniger raffiniert, finde ich deswegen. Und der Theorieteil ist so runtergebrochen, dass es alle Leute
gut mitnehmen können, dass es auch nicht zu verkopft ist, aber trotzdem tief genug geht, dass man was mitnehmen kann, auch als Nicht-Anfänger. Es heißt schon vegane Ernährung für Einsteiger. Genau, aber eben auch für, nicht nur für Einsteiger, sondern auch wenn man jetzt eben schon 2-3 Jahre vegan lebt, kann man da, glaube ich, sowohl theoretisch als auch praktisch, also im Ernährungs- und Rezeptteil, noch einiges mitnehmen. Ja, genau. So viel zu dem Monolog. Wollen wir? Gerne. Also die Bällchen kann man natürlich großartig einfach in die Hand nehmen und ab in die Butterluke, aber wir machen es jetzt mal. Also habt ihr es gesehen, warst du da drauf? Ups. Nee, mach das zurück. War etwas. Ja, dann haut mir der Salat wahrscheinlich ab, aber ich versuch's. Geht? Wunderschön. Wahrscheinlich. Nachdem es jetzt sehr kalt war, vielleicht bräuchte es noch ein bisschen Temperatur. Oder passt es? Ich finde es gut. Wirklich gut. Mega. Und hat wirklich schnell gemacht. Basilikum passt auch super gut dazu. Gibt es euer Buch auch als E-Book? Nimm nur den Mund voll. Versuchst du jetzt auch so lange zu essen, weil du es nicht beantworten kannst, so wie ich, oder? Nein, da ist es. Okay, dann warten wir, bis Nico fertig ist. So. Also wir, die Frage war, falls man es nicht gehört hat, ob es das neue Kochbuch auch als E-Book geben wird. Und die Zusage haben wir, dass es als E-Book erscheinen wird. Ich habe noch nicht gecheckt, aber ich glaube, es kommt nicht parallel als E-Book raus, sondern mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Bei den letzten, also beim letzten Kochbuch kam sie direkt, parallel. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange, aber sobald ich eine konkrete Info habe, gebe ich Bescheid. Aber es wird es auf jeden Fall als E-Book geben und es wird, das kann man sagen, nicht so lange dauern wie beim Vegan-Klischee-Kochbuch, wo es ja ein Jahr oder so gedauert hat. Mhm. Weil es halt auch eines der ersten E-Books bei DK war. Das war eigentlich der Grund. Ja. Wir waren in diesem ganzen E-Book-Ding noch nicht so tief drin. Genau. Hier ist noch die Frage. Wo ist sie? Ich habe weitergewischt. Gibt es konkrete Unterschiede zwischen dem Buch und der Online-Kochschule, also der Beginner-Masterclass? Weil die Online-Kochschule hat ja viel mehr Kurse als die Beginner-Masterclass. Es sind knapp 20 Online-Kurse drauf mit den besten veganen Köchen und Köchinnen. Mit vielen der Besten. Mit vielen, ja, wir arbeiten daran, dass alle dabei sind. Das schaffen wir sicherlich auch irgendwann. Und der Online-Kurs hat halt 25 Videos, 20 davon passend zum Buch, würde ich sagen. Und das Buch hat natürlich viel mehr Rezepte als der Kurs. Also und auch noch mehr Theorie. Also und noch mehr Theorie, ganz genau, ja. Im Prinzip ist es so ein bisschen ein Sneak Peek ins Buch rein mit einigen Highlights aus dem Buch, aber das Buch bietet auf jeden Fall mehr. Und ich habe auch ein bisschen was aus anderen Büchern mit rausgenommen für den Kurs. Also einfach so ein bisschen ein Potpourri der Inhalte der letzten Zeit. So, was habt ihr noch für Fragen? Jetzt habt ihr noch die Chance, weil mit Kochen sind wir soweit durch, zur Praxis oder zur Theorie. Ja, schön, wie spät ist das denn? Sebastian, kommst du mal nach Österreich? Ja, eine Stunde haben wir jetzt. Stunde, schön. Genau. Ja, ich weiß sogar schon, wann du nach Österreich kommst. Echt? Und du weißt es auch. Hast du mir doch gesagt. Oder ist es noch? Ich stehe gerade auf der Leitung. Zum See in Österreich oder vielleicht mit dem. Ach so, ja, aber halt, ich gehe ja davon aus, dass die Frage ist nach einem öffentlichen Termin. Also vielleicht. Ich bin definitiv bald mal in Österreich. Offiziell auf Messe und so weiter ist noch nichts geplant, aber ich würde sehr, sehr gerne nächstes Jahr auch Österreich und Schweiz mal besuchen, war ich nämlich wirklich schon länger nicht mehr. In dem Fall, ich bin halt immer in Stuttgart auf der Veggie Freifond schon seit ein paar Jahren und das überschneidet sich leider relativ häufig mit Wien. Dementsprechend hat es einfach nicht geklappt dieses Mal. So, was haben wir noch für Fragen? Da freuen sich Menschen auf dich in Wien. Dankeschön, ich freue mich auch. So. Ich finde keine mehr. Ich scroll mal hoch, ich habe ja nicht alles. Wir sind immer noch 919 Leute. Cool. Hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel bei Insta. Mega, wenn wir alle Fragen beantwortet haben, umso schöner. Sehe ich auch so. Wann kommt das Video bei YouTube online? Welches? Das hier? Das wird danach direkt live geschalten. Ja, genau. Spätestens morgen, aber ja, da
Das liegt ein bisschen an YouTube, also ist direkt gespeichert und kommt dann direkt online. Wir wären euch auch mega dankbar. Das hilft uns immer ein bisschen, wenn ihr dem Video auch einen Daumen nach oben da lasst. Und Sebastians Kanal abonniert. Und meinen Kanal abonniert, natürlich. Genauso wie Nikos Kanal abonniert, YouTube-Kanal, als auch Insta. Und auch gerne ruhig nochmal in den normalen Chatverlauf rein kommentieren. Das ist auch immer ganz, ganz schön. Cool. Für alle, die am Anfang nicht dabei waren, Rezepte gibt es beide. Und zwar in der Videobeschreibung, wenn es dann online ist oder auch jetzt schon. Genau, ist direkt jetzt schon in der Beschreibung zu sehen, oder Tom? Ja. Genau, der Link zu den Rezepten, als auch zum Beginnerkurs, als auch zum Buch. Also ist wirklich alles komplett drunter verlinkt. Cool. So, wir scrollen nochmal runter. Oh, da ist noch eine Frage. Sebastian, welche Supplemente nehmt ihr? Also ich halte mich da ziemlich an Nikos Empfehlung. Ich nehme das ProVeg Essentials, seitdem es draußen ist. Finde es auch super, weil einfach komplett neutral. Also vom Geschmack immer so? Genau, ja. Nehme da meine zwei Kapseln nach dem Mittagessen meistens direkt zu zweit und dann halt noch Omega. Ja, das war es eigentlich so. Da bist du gut aufgestellt. Ja, du hast die Empfehlung, ja. Ich weiß es nicht. Muss ich mal überlegen. Ja, genau. Also ging die Frage an uns beide oder nur an dich? Ja, beide, ja. Im Grunde genommen sind auch das meine zwei Kernsupplemente. Eine der Motivationen für die Entwicklung des Multinährstoffs war ja unter anderem auch, dass ich einfach einen guten Multinährstoff haben wollte und den gab es davor nicht. Von den drei bisherigen erhältlichen, also es gibt ja meinen Multinährstoff oder mehr oder weniger mein Konzept bei Vivo, bei Sunday und bei Watson. Watson ist der neueste und der Benjamin, der Watson vor kurzem gegründet hat, hat es auch geschafft, den Multinährstoff mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt zu bringen. Von daher aktuell wäre das meine Empfehlung, aber auch die anderen beiden sind gut zusammengestellt. Und dann irgendein beliebiges Omega-3-Präparat. Letztendlich kann man da auch vergleichen, was das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mitbringt, denn es gibt gar nicht so viele Omega-3-Produzenten, von denen dann die unterschiedlichen Hersteller dann die Rohware kaufen. Grundsätzlich möchte man nachfragen, dass man halt ein qualitativ hochwertiges DSM-Öl zum Beispiel bekommt und möchte optimalerweise ein Mikroalgenöl haben, das noch Vitamin D dabei hat. Warum? Die gesetzlichen Vorgaben erlauben es in Europa nicht, dass europäische Firmen mehr als 1000 Einheiten Vitamin D in Multinährstoffe reingeben. Mehr als 1000 werden aber angebracht, denn die Empfehlung für die Erreichung optimaler Werte ist so 40 bis 60 Einheiten pro Kilogramm. Also eher 2.000 bis 3.000, in manchen Fällen sogar 4.000. Daher wäre es noch schön, wenn man Mikroalgenöl hat, was zumindest pro Tagesportion noch so 1.000 Einheiten mitbringt an Vitamin D. Bei Watson ist seit vorgestern eins bestellbar. Das hat pro 250 Milligramm 1.000 Einheiten Vitamin D. Das ist sehr sinnvoll zusammengestellt. Gibt aber sicherlich auch noch andere. Und damit hat man die wichtigsten Dinge. Multinährstoff liefert alle potenziell kritischen Mikronährstoffe. Und die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA liefert das Mikroalgenöl. Ein bisschen Vitamin D extra. Und dann ist man super versorgt. Klar. Kraftsportler werden vielleicht noch etwas Kreatin einnehmen. Es gibt dann also für gewisse Zielgruppen noch gewisse Nährstoffe. Frauen im ersten Trimester in der Schwangerschaft werden auf Folsäure setzen. Also verschiedene Phasen werden dann noch unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel haben. Aber für die gesunde, allgemeine, erwachsene Gesamtbevölkerung sind das die einzigen zwei wirklich notwendigen. Und selbst das Omega-3 ist schon in einigen Fällen optional, kommt halt darauf an, wie gut man konvertiert. Aber die Mikronährstoffe machen für die meisten Sinn. Ja. Direkt die Frage hinterher, ab wann wird ProVeg Essentials denn wieder zu kaufen geben? Ja, habe ich heute eine Story dazu gemacht, dass es am, was stand denn da, 22. nächsten Montag müsste das sein, wird es ausgeliefert, man kann es jetzt schon vorbestellen wieder und dann sollte jetzt aber tatsächlich relativ regelmäßig hoffentlich neue Ware kommen. Es ist aufgrund von Covid, aufgrund der großen Nachfrage laut Benjamin schwierig, das gerade zu decken. Haben ja auch Vivo und Sunday immer wieder Lieferschwierigkeiten. Aber das sollte dann klappen und am nächsten Monat, Montag, wird es verschickt werden. Genau. Welche Kekse haben wir verwendet? Für die Bällchen steht eben Rezept drinnen. Die waren von der Bowls in der Mühle. Ganz einfache vegane Kekse. Könnt ihr aber wirklich jeden veganen Keks nehmen, den ihr in die Finger bekommt. Auch mit Schokolade oder mit Beerengeschmack. Sind alle Kekse der Bowls in der Mühle vegan? Nein, muss man da gucken. Deswegen wirklich die veganen. Ja. Also meines Wissens. Kann aber auch sein, dass sie mittlerweile komplett umgestellt haben. Okay. Genau. Ja, Nico, kann ich Nüsse wie Mandeln und Haselnüsse im Ofen leicht rösten oder gehen mir dadurch die Mikronährstoffe verloren? Finde dazu verschiedene Meinungen im Internet. Ja, also eine Frage der Expositionszeit und eine Frage der Temperatur. Natürlich geht mit steigender Temperatur und steigender Zeit ein Teil der Mikronährstoffe verloren. Aber das Ganze ist ja auch keine 0 oder 100 Frage. Also
Es ist nicht so, dass in der einen Minute noch 100% der Nährstoffe da sind und dann in der nächsten Minute 100% verloren gehen. Das ist, wenn dann eher eine graduelle Verringerung und auch hier nur eine leichte Verringerung. Von daher ist das weniger das Problem. Was man gucken sollte, dass man nicht zu heiß generell röstet, weil sonst Stoffe entstehen können, die potenziell abträglich wirken können. Das heißt, die Nüsse sollten jetzt nicht zu heiß geröstet werden, aber ein leichtes Anrösten ist wunderbar, gibt einen guten Geschmack und sehe ich kein Problem, weder aus nährstofftechnischer Sicht noch aus anderer. Genau. Kann man gefrorene Beeren so essen oder muss man sie vorher abkochen? Frage an mich. Also ich kann es nicht. Also ich esse sie auch so und ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass man die Beeren abkochen muss. Ich esse aber auch Beeren, die bei mir vom Strauch kommen. Wenn sie vielleicht nicht bio sind, gespritzt, ich weiß es nicht. Also ich kriege die Frage auch oft, das scheint echt ein Thema zu sein. Ich weiß es nicht, wo das herkommt, weil ich sehe auch keine Notwendigkeit, sie abzukochen. Weil es jetzt nicht so ist, dass da Stoffe in einer rohen Beere drin wären, die man durch Kochen beseitigen müsste, wie jetzt bei Hülsenfrüchten. Und man weiß, okay, da sind in der rohen Hülsenfrucht Stoffe drin und ich sehe da keine Notwendigkeit. Man kann es, aber muss es nicht. Okay. Ist Kreatin gefährlich und machst du da mal was zu Diät und Kraftsport? Ja, tatsächlich. Wir haben aktuell für, glaube ich, Januar oder so ein Kreatin-Video mit Schwerpunkt auf vegane Ernährung geplant, wo wir das Thema besprechen. Bei Kreatin ist es wie bei allen Dingen erneut eine Mengenfrage. Es gibt ja, wenn man sich das Spektrum von hilft und schadet bei Nährstoffen anguckt, egal ob es essentielle oder nicht essentielle sind, es ist immer eine U-förmige Risikokurve. Für Instagram eine U-förmige Risikokurve. Das heißt, bei einer sehr geringen Zufuhr an überlebensnotwendigen Stoffen ist das Risiko natürlich hoch, weil man kriegt einen Mangel. Das Risiko sinkt dann mit steigender Exposition gegenüber dem Stoff und steigt dann natürlich auch wieder, wenn man die Maximalzufuhr wieder übersteigt. Und dann ist das Risiko plötzlich wieder sehr hoch. Und wo wir sein wollen, ist irgendwo zwischen Minimalzufuhr und Maximalzufuhr. Irgendwo hier liegt die Optimalzufuhr. Und das ist auch kein einzelner Punkt, dass man sagt, genau so und so viel Kreatin oder genau so und so viel Eisen, Zink etc. ist optimal, sondern das ist eine Range und der Körper kann innerhalb dieser Range auch kompensieren nach oben und nach unten. Und beim Kreatin ist es genauso, klar, wenn man viel zu große Mengen Kreatin nimmt, kann das auf Dauer abträglich sein, aber die gängigen Empfehlungen, die auch relativ große Schwankungen aufweisen von 1 Gramm täglich bis zu 5 Gramm täglich, je nach Körpergewicht und Sport etc., sind langfristig sicher. Mehr dazu gerne im Kreatin-Video. Und man muss auch dazu sagen, Kreatin ist eines der wenigen Sportsupplemente, die wirklich evidenzbasiert auch Leistungsvorteile bringen. Denn sehr viele Nahrungsergänzungsmittel werben mit allen möglichen Claims, die sie überhaupt nicht evidenzbasiert backen können. Aber Kreatin ist tatsächlich eins der meist erforschtesten Supplements und auch vor allem eben im Kraftsport eines der wirkungsvollsten, wenn man zu den Respondern gehört. Ein gewisser Teil der Menschheit, hier schwanken die Zahlen, wie viel das sind. Manche Veröffentlichungen sagen 20%, manche 15%, manche 25%. Aber ein gewisser Teil der Bevölkerung merkt nichts, wenn er Kreatin nimmt, sogenannte Non-Responder. Aber der größere Teil der Bevölkerung reagiert darauf. Und nachdem vegetarisch-vegan lebende Menschen kein Kreatin in der Nahrung haben und nur das eigens produzierte sozusagen zur Verfügung haben, reagieren potenziell vegetarisch-vegan lebende Menschen sogar etwas besser auf die Kreatinsupplementierung, einfach weil sie eben diese ungefähr 1 Gramm aus der Nahrung, aus Fleisch, nicht bekommen. Mhm. Was nicht problematisch ist, also das zieht jetzt keine Krankheiten nach sich, aber gerade im Kraftsport kann das einen gewissen Vorteil bringen. Und Kreatin ist günstig und schmeckt nicht unangenehm, kann man sich einfach überall reinrühren. Easy. Ja, genau. Mach ich auch. Ein Shake. Eine Frage von einem Masterclass-Mitglied, ob man sich für den Kurs extra anmelden muss. Nee, müsst ihr nicht. Also wenn ihr Mitglied seid, dann bekommt ihr den einfach im Mitgliederbereich freigeschalten, sobald der live geht. Dann hatte ich noch eine Frage, doch was kann ich, also jetzt sind noch viele nicht. Fragen. Du hast doch vorher gesagt, es ist vorbei. Ja, ja, aber dann habt ihr Gas gegeben nochmal, ja, und ich komme schon gar nicht mehr nach. Okay. Ich pick jetzt eh schon ein paar raus, wir können ganz sicher nicht alle leider beantworten. Sorry. Doch was kann ich Banane ersetzen in zum Beispiel Nice Cream? Mango funktioniert hervorragend, hat auch eine sehr schöne Textur, das heißt Mango, eine schöne reife Mango in Würfel schneiden, einfrieren, genauso wie bei Nice Cream. Dann mixen. Was würde noch gut funktionieren? Also alles, was ein bisschen mehr Textur hat. Ne? Jetzt eine sehr wässrige Birne würde nicht so gut funktionieren. Könnte man auch machen, wird dann halt aber Sorbet-artiger. Und wenn man halt so ein wirkliches Eisgefühl haben möchte, müsst ihr halt mit Fett drauf gehen. Das ist ja das Geniale eigentlich an der Banane. Ne? Das ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob Fett drin ist in der Banane. Die ist nicht sehr fetthaltig, aber sie ist trotzdem in genau, sie hat irgendwie die Textur vermittelt halt so. Ja. Und deswegen kann man eine sehr gesunde Eiscreme essen, ohne zusätzlich Fett und groß Zucker mit reinzumachen. Also ich finde Mango mit am leckersten sonst. Mhm. Genau. Gut, wie bekomme ich Vitamin K in Babybeikost ohne grünes Blattgemüse mit Nitrat?
Also tatsächlich dunkelgrünes Blattgemüse oder auch Kräuter, die ja am Ende des Tages auch Blattgemüse sind, sind die besten Vitamin K-Lieferanten und ganz ohne die wird es ein bisschen schwierig. Aber der Nitratgehalt ist ja nicht von allen Blattgemüsen hoch. Ich habe da, weiß ich nicht, ob ich das dazu gemacht habe schon mal. Ansonsten steht es auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Letztendlich nicht aufgrund der Panik von Nitraten auf sämtliches Blattgemüse verzichten. Ich mache dazu noch einen Beitrag, ist gedanklich jetzt noch in meiner To-Do-Liste etwas höher. Aber bitte nicht auf alle Kräuter und grünes Blattgemüse verzichten. Es sind mitunter die nährstoffreichsten Lebensmittel oder die nährstoffreichsten Gemüse, die wir haben. Genau, mehr dazu aber gerne noch im separaten Beitrag. Oh. Wichtiges Thema, weil wir schreiben ja eh auch gerade am Buch für Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost. Wann kommt das raus? Im Mai. Mai wahrscheinlich, ja. Ist auch schon tatsächlich relativ weit fortgeschritten. Kommt zusammen mit zwei lieben Kolleginnen von mir, mit der Caroline Wiedmann, das ist eine Kinderärztin aus Süddeutschland, und der Anastasia Pyrnova, das ist eine promovierte Biologin, die in Bonn lebt, und mit den beiden gemeinsam. Anastasia hat auch selber Kinder und mit den beiden haben wir das Buch geschrieben. Super, ja, genau. Super wichtig. Ich würde sagen, letzte Frage, weil es kommen auch nicht mehr allzu viel. Nico, hast du spezielle Tipps für Veganer, die gegen Nüsse allergisch sind? Keine Nüsse zu essen. Ja, also ich weiß natürlich, was die Frage meint, weil ich empfehle ja regelmäßig, gerne auch täglich Nüsse zu essen, beziehungsweise die Empfehlung lautet ja, Nüsse und Samen zu essen, und genau da steckt auch die Antwort auf die Frage drin. Wenn man, also A ist die Frage, ist man wirklich gegen sämtliche Nüsse allergisch, weil botanisch gesehen sind das sehr unterschiedliche Lebensmittel. Das heißt, wenn man wirklich gegen jede klassische Nuss allergisch ist, okay, dann guckt man, ob man vielleicht unterschiedliche Samen essen kann. Kürbiskerne, Sesam, Sonnenblumen, you name it, die große Vielfalt an unterschiedlichen Samen. Auch damit kann man jene Nährstoffe reinkriegen, die man von den Nüssen so schätzt. Und wenn beides auch nicht gehen sollte, ist jetzt auch nicht so, dass es ein unbedingtes Muss ist. Man muss halt nur gucken, woher kriegt man dann die Stoffe, die hochkonzentrierte Nüsse sind. Das sind zum Beispiel eben die wichtigen essentiellen Fettsäuren über andere Quellen. Aber ich glaube nicht, dass man tatsächlich gegen sämtliche Nüsse und Samen allergisch sein kann. Potenziell, es ist eine so diverse Gruppe, also wahrscheinlich irgendwie gibt es schon, aber hoffentlich nicht allzu viele Menschen. Ja. Generell ist ja immer die Frage bezüglich, was braucht man nicht. Man braucht am Ende des Tages eine Nährstoffbedarfsdeckung. Das heißt, man weiß, der menschliche Körper braucht gewisse Proteine, also Aminosäuren, gewisse Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe. Und wenn man die verschiedenen Vitamine, Mineralstoffe und die unterschiedlichen Fett- und Aminosäuren in ausreichender Menge zuführt, ist es dann weniger relevant, ob die jetzt aus Lebensmittel X oder Y kommen. Hauptsache, man bekommt sie. Und gewisse Stoffe stecken halt überwiegend in gewissen Lebensmitteln, wie das Vitamin K in dunkelgrünem Blattgemüse. Und wenn man das halt nicht essen kann, aus welchem Grund auch immer, muss man genau gucken, wo man es halt sonst herkriegt. Oder im Zweifelsfall kann man das dann auch supplementieren, aber in den meisten Fällen kann man es auch über Lebensmittel decken. Ja, in diesem Sinne, danke für die Einladung. Ich wurde heute schon mehrmals von dir bekocht. Stimmt, ja, ein paar Mal. Auch ja. Mittag und Pizza. Gibt ja auch noch ein bisschen was zu essen. Ja, ja, sehr, ich danke dir. War mir ein Fest auf jeden Fall. Danke an euch da draußen, dass ihr so lange mit dabei wart. Nochmal der Aufruf, wenn ihr Interesse am Buch habt, wir freuen uns riesig. Wenn ihr das bestellt, hilft uns vor allem auch, wenn das vorab, vor Erscheinungsdatum bestellt wird. Also warum? Was das Ranking anbelangt. Für die Spiegel-Bestsellerliste. Weil wenn da vegane Bücher in der Bestsellerliste sind, wird das Thema natürlich auch medial mehr aufgegriffen. Und von daher ist es, glaube ich, ein schönes Zeichen in den Mainstream, dass das Thema Veganismus auch weiterhin Relevanz hat. Genau. Überall im Handel erhältlich, egal wo. Wir haben sowieso den Link auch nochmal unten drinnen. Gerade kam auch nochmal die Frage, ist der Stream auch im Nachgang noch abrufbar? Ja, ist es. Zumindest der YouTube-Stream. Der YouTube-Stream, ganz genau. Live, glaube ich, nicht. Insta können wir versuchen, aber mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ja, es ist ja auf YouTube. Ja, genau. Auf YouTube ist es auch drauf. Ansonsten, genau, vielen, vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir wie immer. Ich fand es auch echt in Ordnung. Danke. Es war ein bayerisches Lob eigentlich. Ja. Genau. Und schönen Abend euch. Bis ganz bald. Wir sehen uns.